Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem etwas aus der Reihe tanzenden und sehr ausgefallenen Video. Ein Video von einer Art und Weise, wie ich sie normalerweise nicht produziere. Ihr seht hier ablaufend die offizielle zur Verfügung gestellte Version der Explosion von Georgia Guidestone in der Nacht. Ihr seht auch an dem Polizeilogo und oben an dem Timestamp, dass das alles wohl so korrekt ist. Wichtig, Punkt 1, wir achten erst einmal, und da fängt die ganze Sache schon an, darauf, dass wir zwei Kameraeinstellungen haben. Das fällt erstmal gar nicht groß auf, ist aber Tatsache so, zeige ich euch auf. Tja, die Trümmerspur, die ich euch da angezeichnet habe, die ist beginnend da, wo der Block, der Granitblock stand, und auf der anderen Seite ist eben dieser Feuerball zu sehen, den wir da so schön zucken sehen. Auf dem nächsten Video bei der Explosion achtet bitte auch rechts unten auf den Austritt. Erste Sequenz, erste Kameraeinstellung, dreimal. Meine Aufmerksamkeit hat dieser Lichtball, Feuerball von mir aus. Zucken, Detonation im selben Moment, kann durch die Druckwelle, die sich auf die Kamera auswirkt, verursacht worden sein, ist möglich. Aber rechts unten am Monument seht ihr einen Einschlag, einen Durchschlag eines Geschosses in meinen Augen. Im nächsten Bild habe ich euch mal die Stelle markiert mit Parking. Das ist der Parkbereich. Da schwebt dieser Feuerball, diese Kugel aus Licht. Im nächsten Bild seht ihr jetzt den Parkbereich aus der zweiten Videosequenz. Der ist leer. Achtet auf den Timestempel oben. Absolut identisch und korrekt. Aber der Parkplatz ist leer. In diesem Bereich ist nichts zu sehen. Zweite Szene, zweite Kameraeinstellung. Das Bild hat sich gedreht. Ihr seht jetzt den Austritt des vermutlichen Geschosses nach rechts im oberen Bereich. Das ist, ja. Diese Parking Area, wie gesagt, ist leer, obwohl es in der ersten Sequenz über diesen Bereich dieser Feuerball schwebt. Finde ich eigenartig. Ein Geschoss müsste aber aus einer anderen Position abgefeuert werden sein. Darauf komme ich dann jetzt gleich nochmal zu sprechen. Und zwar in diesem Bild. Hier habe ich immer anhand der Trümmerspur angezeichnet, wie von der Ballistik her der Schuss quasi aus welcher Position aus hätte abgegeben werden oder aus welcher Richtung der Schuss hätte abgegeben werden müssen. Okay, das ist jetzt das vermutliche Fluchtfahrzeug der Täter. Der Parkbereich ist leer, kein Feuerball, kein Gerüst oder sonst irgendwas. Das Auto beginnt seine Fahrt in dem Bereich oder kommt aus dem Bereich, von wo aus hätte der Schuss hätte abgegeben werden müssen. Ja, beginnt seine Fahrt im Rasen, scheint auf die Straße abzubiegen. Ganz normales Auto, keine Aufbauten für irgendwelche speziellen Sachen. Auch keine Lichtaufbauten, um so ein Lichtshow oder so ein Feuerball zu produzieren oder sonst irgendwas. Also da ist auch nichts. Und ich meine, mit Pressluft werden die da garantiert nicht gearbeitet haben. Wir werden da schon irgendwo im uniformierten Bereich gucken müssen, was benutzt worden ist. Ja, was seht ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.